Prost. Prost! Prost! Ja, herzlich willkommen zurück zu den Simsons 4.0. Heute geht es um eine weitere Optimierung und zwar wollen wir das hier mal zeigen an der Simson S51 Komfort. Und zwar kümmern wir uns heute mal um das Thema Auspuff, Alex. Ne? Das ist, also der DDR-Auspuff ist ja eigentlich, wie ich finde, der beste für das Moped. Man erkennt das eigentlich hier hinten dran an der Nummer und an dem Simson-Zeichen. Und die spätere Ausführung hatte dann hier oben auch eine Verjüngung. Da, wo der Krümmer reinkommt, hat einen großen Vorteil, weil die relativ dicht sind. Du hast den auch dran, ne, glaube ich. Ja. Und? Dicht. Wunderbar. Wunderbar, genau. Aber es gibt ein Problem. Und zwar gibt es heute Nachbauschellen. Die sind, Marco, halt mal drauf, die sind hier klein vom Loch her und hier größer. Das heißt, du kriegst die Schelle immer nur mit dem einen Spannring auf den Krümmer. Das heißt, ein Spannring kann hier nur abdichten. Und das ist relativ doof, weil, ich meine, gut, bei diesem hier geht es, weil der die Führung hat, aber wenn man jetzt den Nachbauauspuff hat von MZA, dann macht das erhebliche Probleme bei der Dichtheit. Und kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, dass man versucht, noch solche DDR-Schellen zu bekommen. Die erkennt man hier dran, dass so ein Loch drin ist. Und die Schrauben sind meistens von SK. Hier ist die Mutter sogar in Gold, das gibt es aber teilweise auch in Silber. Auch egal, auf jeden Fall, die Schellen passen komplett drüber. Das heißt, da habe ich dann die Möglichkeit, wirklich mit zwei Ringen komplett den Auspuff auf dem Krümmer abzudichten. So, zweite Problematik. Komm her, Marco, wir müssen mal ganz kurz raus. Oh, das war mein Knie. Und zwar, hier kommen wir gehen mal zur Alex-Maschine hin. Und zwar hier, das kennt ja jeder, dieses Problem, dass der Auspuff wackelt. Und dadurch löst sich natürlich vorne am Krümmer, Alex hat schon die etwas bessere Kalotte jetzt, da erzähle ich nachher auch noch was zu. Das Problem ist eben, dass bei der Fahrt der ganze Auspuff hier hin und her wackelt und dadurch wird er halt ständig undicht. Ja, da gibt es eine relativ gute Lösung. Komm mal rein, Marco. Schnitt, Schnitt, Schnitt. Und zwar habe ich mir hier einen Halter angebaut. Den Halter kann man sich ganz einfach selber bauen. Und ja, also hier hinten ist ein Flacheisen und hier ist ein Rundstahl in 12 mm, den ich hier geknickt habe, hier angeschweißt habe. Hier hinten macht man ein Loch rein, dass man das hier vernünftig mit der Fußraste verschrauben kann. Und hier halt ein 6er Loch, damit man das hier mit dieser originalen Strebe verschraubt. Hier eine etwas längere Schraube und da muss man nur den hinteren Bereich, kannst ja mal von hinten nochmal drauf filmen, Marco. Der muss halt hinten so ein bisschen platt gemacht werden. Das kann man entweder schmieden oder man schleift es einfach weg, dass man eine gute Auflage hat für die Schraube. Ja, und wenn man hier anfasst und zerrt hier dran, also da tut sich überhaupt nichts mehr. Der ist also wirklich super fest, der Auspuff, und kann sich auch nicht mehr lockern. Und ja, jetzt sind wir wieder beim Punkt Optimierungen. Ich zeig das mal ganz kurz hier. Der Alex will ja vielleicht nochmal eine andere Zeichnung hochladen. Sehen wir dann im Video, ob er das macht. Ansonsten habe ich hier mal stümperhaft gezeichnet. Also es geht darum, die Angaben sind hier alle in Millimeter jetzt erstmal. Wir machen nachher auch nochmal ein Standbild, damit ihr euch das nochmal genau anschauen könnt. Und zwar dieses Maß von hier, vom Ende, also von hier bis Mitte Schraube, dieses Maß, 140 mm. Dann hat man relativ gut den Auspuff auf die Steuerzeiten vom originalen Zylinder eingestellt. Mehr ist da auch quasi gar nicht rauszuholen, weil wir wollen ja nicht tunen, wir wollen ja wirklich nur optimieren. Und das heißt dann auch, wir zeigen das mal ganz kurz, dass der Krümmer, kannst du mal von oben drauf filmen, also man sieht dann auch, dass der Krümmer, hier sind wir ungefähr gleich, also hier, gehen wir ein bisschen runter, dann können wir es besser sehen. So. Also hier genau bündig mit diesem Teilstück, wo der Schalldämpfer sich weitet, das heißt, wo die Sogwirkung entsteht, weiter geht der Krümmer auch nicht rein. Also wir wollen auch keinen Krümmer absägen, weil das wäre schon wieder Tuning irgendwo. Wir wollen den Krümmer so belassen, wie er ist. Und wenn wir den genau an der Stelle haben, ergibt sich hinten dieses Maß von 14 cm, also 140 mm. Ja, da muss man halt sehen, dass man hier einen Winkel von ungefähr 105 Grad hinbekommt. Hier hinten wird ein Loch von 6,5 mm für eine M6er Schraube eingebohrt. Und gut, das Flacheisen entsprechend 40 mm breit, 55 mm hoch für eine M8er Schraube und 8,5er Loch. Und dieses Blech oder das Flacheisen
ist ungefähr 3 mm stark. Ja, viel Spaß beim Bauen. Auf jeden Fall ist der Auspuff dann richtig schön fest. So, jetzt geht es hier mal an der Werkbank weiter. Und zwar will ich jetzt noch mal zeigen, es gibt eine sehr, sehr gute Auspuffkrümmerdichtung zum Zylinder. Weil das ist ja immer so ein Problem mit diesen Überwurfmuttern. Warte mal, ich hole mal ganz kurz eine. Kennt man ja hier diese Teile. Ne? Meistens immer undicht und gerade wenn hinten die Halterung, die ich eben gerade beschrieben habe, nicht dran ist, dann jackelt sich das los und der ganze Krümmer versifft. Also das Ding ist eigentlich nicht so toll. Ja, da gibt es eine relativ gute Krümmerbefestigung, wird von der Firma MZA vertrieben, kriegt man auch in allen möglichen Online-Shops. Kannst du mal eben kurz hier mal filmen. Ich habe hier mal was aufgemacht auf der Seite und zwar ist das die Seite Ostoase. Kostet zwar relativ viel Geld. Kann man sich hier auch noch mal ein Video angucken. Herzlichen Gruß an der Stelle mal an Martin vom Zweiradgeber. Der hat das also relativ gut beschrieben, beziehungsweise sehr gut beschrieben. Und ja, also diese Krümmerbefestigung ist wirklich sensationell, weil hier wird der Auspuffkrümmer am Zylinder richtig verpresst. Ja, ich erkläre das mal ganz kurz. Hat der Martin zwar auch schon gemacht vom Zweiradgeber, aber ich kann es auch noch mal ganz kurz zeigen. Also man macht das so, dass man erstmal einen Fülldicht dringend nimmt. Der ist dabei, schiebt den über den Krümmer. So, dann kommt die Verpressschraube mit dem Gewinde zuerst dagegen und dann dreht man dieses Teil auf den Zylinder, zieht das ein bisschen an mit dem Schlüssel. Ich weiß gar nicht, was das für eine Schlüsselweite ist, keine Ahnung. Rohrzange. Schlüsselweite, genau. Rohrzange. So sieht es dann auch aus. Dann, ja. Immer Klempnereisen. Genau. Also das richtig schön fest anziehen. Hier braucht man auch kein Sicherungsblech mehr verwenden, weil das ist auch wirklich richtig dicht und fest. Und dann wird, halt, jetzt habe ich die Dichtung vergessen. Das ist eine, die ist dabei. Die gibt es leider auch nicht einzeln zu kaufen, die Dichtung. Die ist relativ dick. Aber zur Not kann man auch eine normale Kupferflachdichtung nehmen. Die geht also auch. Und dann wird das Ganze zusammen verschraubt. Und das ist aber 60er Schlüssel weiter. Also da braucht man 60er Schlüssel für. Oder eben die Rohrzange, je nachdem. So, und jetzt kann man diese ganze Mimik hier, den ganzen Krümmer komplett verschrauben und er ist also richtig bombenfest. Eigentlich soll laut Anleitung, ich zeige das mal ganz kurz hier, das ist die Anleitung, die dabei ist, soll man hier noch in den Zylinder ein Loch reinmachen. Ich persönlich halte das aber gar nicht für erforderlich. Also ich fahre die auch alle ohne diese Federn, die dabei sind. Zur Not, wer es möchte, kann halt hier an der Seite zwischen den Dämpfungsgummis einfach die Feder einhaken und dann stramm ziehen und hier in die Löcher reinziehen. Dann wäre das Ganze auch nochmal so, wie es sein soll. Ich persönlich habe die einfach weggelassen, also es lockert sich eigentlich trotzdem nicht. Ja, sehr, sehr gute Krümmerabdichtung, absolut dicht und absolut fest. So, das war die eine Sache. Ich gebe dir das mal, Alex. So, weitere Optimierung. Also, das... Bin weg. Wie? Nee, nee, bleib mal hier. Du hast da schon eine am Moped. Zweite schadet nicht. Okay. Das ist ein originales Endstück aus der DDR. Und da sieht man auch der Schalldämpfereinsatz, der da drin ist. Der liegt also richtig bündig an. Warte mal, ich will das mal eben ganz kurz nochmal mit einer Lampe zeigen. Also man sieht, dass der Rand, hältst du mal ganz kurz fest, Alex, dass der Rand hier also richtig bündig am, flackert ein bisschen, ne? Dass der Rand hier richtig bündig am Auspuffrohr abschließt, währenddessen das hier ein Nachbauschalldämpfer ist. Und da sieht man also schon ganz deutlich, dass diese Nasen hier entsprechend richtig stark ausgeprägt sind und die ganzen Auspuffgase gehen hier dran vorbei. Das ist natürlich nicht so gut, denn man sollte diese Platte oder den Schalldämpfer hier hinten im Serienbetrieb nicht verändern. Das Rohr ist also wirklich extrem gut von dem Durchmesser her und wenn man natürlich hier dann noch einen Spalt hat, da gehen dann natürlich auch noch reichlich Abgase durch. Also wer diesen Nachbauschalldämpfer hat, der muss halt mit der Zange oder mit dem Hammer versuchen, diesen Rand möglichst so zu formen, dass er wirklich bündig am Auspuffrohr abschließt. Und dann hat man schon viel getan. So, jetzt geht es zum Endröhrchen. Da kann man auch noch ein bisschen was optimieren. Und zwar, wir zeigen das mal ganz kurz. So, muss ich nochmal die Lampe holen. Kann man das sehen, Marco? Ja. Warte mal. Da sieht man es. Also das ist ein originales Endstück. Die meisten von MZA sind einfach nur so kreuzförmig zusammengedrückt. Müsst ihr mal gucken bei euch am Schalldämpfer.
Aber die originalen DDR-Teile sind halt so, ja, zusammengedrückt und sind aber ein bisschen rund. So, da muss man ein bisschen was tun. Und zwar zeige ich das mal ganz kurz. Das sollte hinterher dann so aussehen. Man sieht das auch, es ist ein ganz bisschen größer, nicht viel. Aber das sorgt dafür, dass die Abgase wirklich perfekt aus dem Motor abgeführt werden. Allerdings braucht die Auspuffanlage auch einen gewissen Staudruck. Also mehr sollte man da auf jeden Fall nicht machen. Ich mache das immer dann mit so einem, ja, das war mal irgendwie so ein ganz kleiner Meißel. Den habe ich mir dann mal spitz gemacht. Und zwar, die meisten schlagen immer von hier oben rein. Bitte nicht, dreht den Schalldämpfer um, das Auspuffendstück um. Und dann kannst du mal ganz kurz reinleuchten hier. Da unten sieht man es, also hier mit der Spitze rein und dann von hier schlagen. Und einfach so 4-5 Hammerschläge drauf, dann kann man das Ganze ein bisschen aufweiten. Und das reicht also völlig aus. Kannst du nochmal reinfilmen, dass man nochmal sieht, wie das aufgeweitet wurde. Also LED-Leuchten sind echt doof, ne? Flackert schön. Ja, bitte auch auf keinen Fall sowas hier verwenden. Es gibt auch so Tuning-Endstücke, die man sich kaufen kann. Die sind dann richtig groß aufgeweitet. Das ist zu viel. Und vor allen Dingen die Länge des Röhrchens ist also auch bei diesem Tuning-Teil wesentlich kürzer als bei dem Originalen. Und dieses Röhrchen muss eine gewisse Länge haben da hinten, damit das vernünftig funktioniert. Ja, also dieses bitte nicht verwenden. So, ja, das war es eigentlich schon. Ach so, hier, dieses Teil. Bitte nicht verwenden. Gibt es auch zu kaufen, außer Schwalbe. Das ist zu viel Durchsatz. Manche, die haben ja auch in irgendwelchen Tuning-Anleitungen schon mal gelesen, dass hier hinten zwei 10er Löcher reingebohrt werden. Ist für den Serienbetrieb mit Serienzylinder wirklich viel zu viel Luftdurchsatz und wird eher noch ein bisschen langsamer laufen als... Es lohnt sich wenn man das, erst ab dem 60er oder so. Ja, wenn man, genau, wenn man ein bisschen mehr Hubraum hat. Aber das wollen wir ja nicht machen. Ne? Und ganz wichtig ist noch, wenn ihr hier... diese Teile seht, diese Schalldämpfereinsätze, die haben manchmal hier oben drauf einen richtig großen Grat. Also den kann man dann hier mit so einem Kegelsenker einfach mal wegfräsen. Dann ist das nicht mehr vorhanden. Und hier drinnen kann man eigentlich, wie heißt das Ding genau? Ich weiß es gar nicht. Hör mir auf. Entrater nennen wir es mal. Da kann man also auch hier rein und kann den Grat rausmachen, so dass man da ein bisschen strömungsgünstig diesen Grat wegkriegt. Ja, das war es erstmal zum Thema Auspuffanlage. Und ja, die Summe vieler Optimierungen sollte es am Ende bringen. Alles nur Kleinigkeiten, aber wir wollen es ja auf die Spitze treiben. Ja, das war's erstmal. Ich wünsche euch was. Bis denn. Ciao. Ciao. Ciao.